Hallo, ah, seid gegrüßt auf dem Wunderkanal. Heute geht es um die Förderhöhe am Keuteich. Und das ist so ein Thema, wo es gerade bei Anfängern oder nicht so Technik-Freaks oft Verwirrungen und Fehlannahmen gibt. Und deshalb möchte ich das mal kurz erklären. Also salopp gesprochen ist die Förderhöhe das, was die Pumpe hochpumpen muss, was sie zusätzlich an Widerstand hat. Bisschen genauer betrachtet ist es so definiert, ihr habt die Pumpe irgendwo drin, im Schwerkraftteich am Ende der Filterkette, die pumpt dann zurück in den Teich oder beim gepumpten Teich, bei einer Inhälterung zum Beispiel oder gepumpter Teich ist die Pumpe meistens im Becken, im Teich und pumpt dann irgendwo hoch zu einer Kammer, zur Filterkette. Und die Förderhöhe ist jetzt ganz einfach zu ermitteln, und zwar die Förderhöhe ist die Differenz der zwei Pegel. Welche zwei Pegel? A, wo die Pumpe drin steht, und B, wo die Pumpe reinpumpt. Also da seht ihr auch schon, die Förderhöhe ist bei Schwerkraftteich meistens deutlich geringer als beim gepumpten Teich, weil eben im Schwerkraftteich auch die Filterkammern auf Teichniveau stehen, vielleicht geringfügig drüber schauen, und beim gepumpten Teich stehen die Filterkammern deutlich höher, Oberkante in Meter oder mehr, und das habt ihr dann auch mehr an Förderhöhe. Gucken wir es uns im Detail an. Also ihr habt zum Beispiel im Schwerkraftteich die Pumpe hinten in der Filterkette liegen, gepumpt oder im Freien, im Trockenen, trocken aufgestellt oder nass sozusagen, das ist, macht jetzt keinen Unterschied. Und ihr könnt es euch so vorstellen, der Pegel in dieser Kammer, den erreicht die Pumpe schon ohne Strom. Also wenn er ausschaltet, die Pumpe liegt unten drin, hat eine Verrohrung nach oben und ihr wird keinen Strom drauf geben. Dann steht in dem Rohr schon ohne irgendwelches Zutun, würde das Wasser schon so hoch stehen, wie die Kammer gefüllt ist. Deshalb gelten tatsächlich nur die Differenzen. Und dann sind wir beim Schwerkraftteich, wenn er ordentlich gebaut ist, vielleicht bei 10 cm. Und im gepumpten Betrieb sind wir dann schon bei über einem Meter. Nur mal so als grobe Orientierungen. Und das ist auch natürlich ein Punkt, wieso das nach der guten fachlichen Praxis und nach dem Stand der Technik ein neuer Keuteich in Schwerkraft gebaut werden sollte, weil eben die Förderhöhe deutlich geringer ist und entsprechend der Stromverbrauch angemessen, und beim gepumpten Teich der Stromverbrauch deutlich höher. Es gibt noch andere Aspekte mit Schmutzabtransport, Verstopfen der Pumpen. Das ist alles ein bisschen problematischer beim gepumpten Teich. Deshalb Schwerkraft ist eigentlich das Mittel der Wahl. Wir sind aber bei der Förderhöhe. Die Förderhöhe, die Definition, die ich euch gegeben habe, also Wasserpegel in der Kammer, in der die Pumpe steht, zur Kammer, in die die Pumpe reinpumpt. Diese Differenz ist eure Förderhöhe. Das gilt generell, also ganz egal, ob welche Pumpe ihr einsetzt, ob es eine Rohrpumpe ist, ob es eine Pumpe ist, die ein bisschen mehr Druck macht, die regelbar ist, ob es ein Luftheber ist. Völlig egal, Förderhöhe ist Förderhöhe, nicht vom Antriebstyp abhängig. So, wir hatten gerade eine Spülung, da wollte ich jetzt nicht reinquatschen. Was wir jetzt mal machen können, ist hier die Förderhöhe zu ermitteln, und das könnt ihr aber auch ganz simpel an eurem Teich selbst. Wie gesagt, geht ran in die Kammer, in der die Pumpe drin steht. Wenn dann die nächste Kammer sozusagen der Teich ist, dann müsst ihr nur das Niveau nivellieren, misst da die Differenz, also müsst halt gucken, dass ihr einen gemeinsamen Bezugspunkt habt,
misst die Differenz und dann habt ihr schwupps eure Förderhöhe. Die Förderhöhe ist natürlich auch variabel. Und zwar ist die, wenn ihr eure Anlage fix habt, also die Anlage steht, die wird jetzt nicht verändert und dennoch ist sie variabel, denn je nach Fördervolumen, je nach Umweltrate, schwankt die Förderhöhe. Das heißt, habt ihr jetzt gerade eine Spülung gehabt am automatischen Vorfilter, geht eure Förderhöhe runter und wenn das Sieb verdreckt ist, dann geht ja weniger durchs Gesamtsystem und eure Förderhöhe steigt. Wir hatten jetzt gerade eine Spülung, jetzt schauen wir mal. Also wir sehen hier links die Luftheberkammer mit dem Luftheber und hier rechts die überstaute Biokammer. Die Kammerhöhe ist circa gleich hoch. Jetzt messe ich hier den Pegel und hier den Pegel und wir bilden die Differenz und haben dann die Förderhöhe. Das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. So, ich messe hier einen Stand von 7,5. Und auf der linken Seite 13. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt. Hier 7,5. Und hier 13 und diese Kante hier, die ist gleich hoch circa. Jetzt müssen wir es nur subtrahieren. 13, 7,5, das sind dann 5,5. Also wir hatten jetzt gerade die Spülung, die habt ihr ja gehört. Und wir haben jetzt gerade eine Förderhöhe von 5,5. Das ist natürlich extrem wenig. Wieso ist es so wenig? Also bei den 5,5 ist jetzt alles drin. Das heißt Rohrwiderstände, Widerstände durch Gewebe, sämtliche Widerstände des Systems sind hier inklusive. Und dennoch kommen wir nur auf 5,5 cm. Das ist natürlich deshalb gering, weil ich da ein Augenmerk drauf gelegt habe. Also wenn man jetzt so eine Anlage neu plant und vernünftig aufbaut, ist natürlich auch ein Ziel unter anderem, dass die Förderhöhe gering ausfällt, weil alles, was ihr an Förderhöhe erzeugt, müsst ihr tagtäglich mit einer Pumpe mit Strom bewältigen und habt zusätzlich. Ihr könnt natürlich jetzt sagen, ja, ich habe eine Energiesparpumpe, die macht das schon. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen Augenwischerei. Natürlich macht die das schon. Aber auch nicht kostenlos, selbst wenn ich sparsam das pumpen kann, auch wie beim Luftheber oder bei einer Rohrpumpe oder sonstige Energiesparpumpen, habt ihr natürlich völlig recht, aber geschenkt bekommt man nichts, selbst wenn ich wenig Strom für eine Förderhöhe benötige, das ist nicht geschenkt. Also sollte ein Ziel neben anderen tatsächlich auch sein, eine Anlage so aufzubauen, dass ich nicht unnötig Förderhöhe generiere. So eine Förderhöhe ist natürlich vom Verschmutzungsgrad des Gewebes abhängig, also vor oder nach der Spülung, dann aber auch vom allgemeinen Verschmutzungsgrad. Das heißt, so ein Gewebe setzt sich dann auch nach Wochen oder Monaten meistens ein bisschen zu mit Biofilm oder Kalk, das ist ein Punkt. Dann die BAs könnt ihr mal spülen, da könnten auch Sedimente sein. Dann irgendwelche Gitter. Rückhaltegitter zum Beispiel, die sollten großflächig gewählt sein, so dass zwar das ganze Biomedium durchströmt wird, gleichmäßig, aber auch so groß wiederum, dass da kein Flaschenhals entsteht am Gitter. Und ja, das sind alles solche Dinge. Dann sollte natürlich auch wieder die Umweltrate zur Verrohrung passen. Also nicht eine Wahnsinnsmenge durchziehen wollen, aber in Wirklichkeit nur ganz wenige Rohre verlegt haben. Dann die Kammerverbindungen untereinander, also die Fläche, der Querschnitt sollte nicht weniger werden wie am Eingang. Also zum Beispiel, er kommt mit 310er Rohren in den Filter rein, dann sollte es halt durchgängig Minimum 310er Rohre sein. Er könnte auch höher gehen, zum Beispiel ein 1200er könnte durchverrohren.
Ja, solche Sachen spielen da ein. Im ersten Schritt würde ich jetzt mal sagen, wer es noch nicht gemacht hat, mittelt doch mal eure Förderhöhe. Recht simpel, durch die Differenz der Pegel. Natürlich nivelliert, also wenn die Kammerhöhe unterschiedlich ist, wenn jetzt hier eine andere Höhe ist wie hier oder wenn jetzt hier eine andere Höhe ist wie die Teichkante, dann müsst ihr das natürlich noch berücksichtigen, das voneinander zusätzlich abziehen. Ihr müsst schon mal den gleichen Pegel, die gleiche Ausgangsbasis schaffen und dann voneinander abziehen. Und dann kommt ihr auf eure Förderhöhe. Würde ich jetzt sozusagen noch mal deutlich mehr umwälzen, das ist, was ich vorhin erwähnt habe, erhöhe ich die Umwälzrate, steigt natürlich die Förderhöhe. Umgekehrt erniedrige ich die Umwälzrate, sinkt die Förderhöhe. Das Gesamte muss natürlich ein Gesamtpaket sein, also jetzt nur die Umwälzrate dann erniedrigen, damit ich weniger Förderhöhe habe. Aber ich komme nicht mehr auf die Menge, die ich umwälzen wollte, wäre natürlich auch wieder Quatsch. Das ist wie immer am Teich, das Gesamtpaket muss stimmen. Also wir können uns jetzt nicht nur auf ein Parameter stürzen, sondern ich muss eben schauen und am Ende sehen, wo habe ich dann an allen Stellen einen vernünftigen Wert und so, dass natürlich letzten Endes das Gesamtergebnis passt. Ja? Also ich will es damit wieder ein Stück weit einschränken und sagen, nur eine geringe Förderhöhe auf Teufel komm raus und dafür tut er andere Dinge komplett vernachlässigen, wäre natürlich auch wieder Quatsch. Aber das wisst ihr ja, das gilt für alle Dinge, immer mit Bedacht, mit Sinn und Verstand und nicht irgendwie ja, den Kopf ausschalten. Gut, das war's zur Förderhöhe. Wenn dazu Fragen sind, bitte hier unten rein in die Kommentarzeile. Ein Abo wäre perfekt und ein Däumchen genauso. Bis bald. Ciao.